sind heute mal hier, um euch von der Liebe Gottes mitzuteilen. Wir sind hier von der CCR-Gemeinde morgen um 10 Uhr, wenn ihr solche Lieder hören wollt, Liebe Gottes erleben wollt, kommt morgen um 10 Uhr zu uns hier in der CCR-Gemeinde. Ich muss ehrlich sagen, vor 2, 3 Jahren. Ich habe solche Leute früher ausgelacht. Ich habe im Herzen gedacht, was ist mit diesen Menschen falsch gelaufen? Aber die Liebe Gottes hat mich so berührt eines Tages. Ich habe zu Hause allein im Zimmer, habe ich gebetet, dass ich Gott Vater um Vergebung bitte und Jesus Christus, seinen Sohn, in mein Herz aufnehmen und sein Leben hat mein Leben geändert. Ich habe mich lange geweigert, in eine Gemeinde zu gehen, weil ich einfach sehr egoistisch noch war zu dem Zeitpunkt. Aber ich habe irgendwann gemerkt, dass ich Gemeinde brauche. Ich habe hier liebe Menschen, die mit der Liebe Gottes leben, kennengelernt. Und ich freue mich heute einfach, hier zu stehen und von dieser Liebe weiterzugeben. Wenn die Menschen dann endlich verstehen, dass Gott nicht Verdammung ist, dass Gott Liebe ist. Halleluja! Und dafür stehen wir hier. Und diese Liebe möchten wir einfach an jeden Einzelnen weitergeben. Denn die Armee der Liebe in der ganzen Welt wird in den nächsten Jahren aufgestellt verkündet werden, bis überall in die Welt. Daran glaube ich, das ist, was Gott will. Denn Gott möchte alle Menschen zurück. Wir haben viel Angst, wir haben viel Stress, wir vergessen Liebe. Wir haben manchmal keine Zeit mehr für die wichtigen Dinge. Aber Gott möchte mit der Liebe antworten. Und die Liebe ist die Antwort auf alles. Und die Antwort auf alles ist Jesus Christus, der in unserem Herzen lebt. Christus lebt in uns und er kann auch bei euch in euren Herzen leben. Ich könnte auch sagen, ja, ich gehe irgendwo vor 40.000 Leuten jetzt sprechen, da hören mir alle zu, weil alle gläubig sind. Aber ich möchte vor Leuten sprechen, die Liebe Gottes noch nicht kennengelernt haben. Darum stehe ich hier. Ich danke euch. Ich danke den Menschen, die hier gerade zuhören, weil ihr seid alle geliebt und endlich geliebt. Amen. Egal ob arm oder reich, schwarz oder weiß, gleiches Blut, wir sind alle gleich. Gott liebt uns alle und ich hoffe, dass die Herzen heute hier berührt werden, dass Deutschland berührt wird, dass Duisburg berührt wird, dass wir keine Angst mehr haben, dass wir rausgehen, dass wir uns für Liebe und Frieden einsetzen. Dafür danke ich Gott, weil ich stehe hier aus der Gnade Gottes und dafür danke ich. Ich danke jedem Menschen, der hier vorbeigeht, der mir gerade zuhört und der die Liebe Gottes erkennt. Ich danke euch. Amen. Danke, Jesus. Amen. Amen. Oh,
schöne Kinder.
Jesus, it's a
Yeah.